herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder uns jetzt gefunden habt endlich, um euch Inspirationen oder Ideen zu holen. Wir haben hier so eine kleine weihnachtliche Sache, eigentlich ganzjährig. Wenn euch interessiert, wie wir das gemacht haben, bleibt ein paar Minuten dran und schaut zu. Um so einen tollen Stern gießen zu können, gibt es fertige Formen. Und ich habe jetzt hier mal wieder so eine zweiteilige Form. Die hatte ich euch, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten irgendwie schon mal gezeigt. Die kann man nämlich entweder benutzen, um eine Schale zu gießen. Dann braucht man beide Teile von der Form, die man dann ineinander setzt. Dann habt ihr eine Schale. Aber man kann natürlich die Form auch jeweils einzeln benutzen. Dann hat man zwei einzelne Sterne, die man gießen kann. Wir machen heute einfach mal den großen Stern als Teelichthalter, als Gesteck, als Teelichthalter. Wenn ihr jetzt mit Beton arbeiten wollt, müsstet ihr die Form ein bisschen einölen. Also ich habe das auch schon ohne Öl gegossen. Aber das liegt schwer raus. Geht dann schwer raus, aber ist dann wirklich glatt wie ein Kinderpopo. Aber mit Öl geht es halt leichter raus. Also ölen wir die Sache wieder ein und gießen dann. Bei Keramikgießmasse braucht ihr jetzt nicht einölen, aber wir arbeiten ja mit Beton jetzt wieder und deswegen einölen. Und bei dem Beton habt ihr auch wieder die Wahl, welche Sorte Beton ihr verwenden wollt. Ihr könnt euch einrühren, Sand und Zement, Mischung, zwei Teile Sand, ein Teil Zement. Oder ihr könnt einen Kreativbeton nehmen, da ich jetzt wieder innen arbeite und nicht mehr im Garten, weil das Wetter jetzt wieder so bescheiden schön ist, arbeite ich jetzt wieder mit Kreativbeton. Das kann man innen schön verarbeiten, weil das nicht so doll staubt und eben alles schon fertig ist. Man hat so einen Eimer und da ist alles drin. Creastone Betongießmasse sagt halt aus, die Bezeichnung Beton sagt aus, dass da der Kleber und die Zuschlagstoffe drin sind. Und wenn da jetzt Zement stehen würde, Zement ist nur der Kleber, da muss dann noch ein Zuschlagstoff dazu. Das könnt ihr euch ganz einfach merken. Dann wird der Beton auch schon eingefüllt. Ich habe mir den jetzt schon angerührt gehabt. Und wie viel da reinkommt, stand eigentlich in der Packungsanleitung, also hier von der Form schon mit dabei. Aber ich muss jetzt zweimal anrühren, weil ich bloß einen kleinen Becher habe. Das lässt sich aber auch alles machen. Und dann könnt ihr entscheiden, wie hoch ihr das gießen wollt. Der Stern muss jetzt nicht voll ausgegossen werden, wenn ihr bloß einen Teelichthalter machen wollt. Ihr könnt den auch halb voll machen. Ich denke mal, bei mir wird es halb voll werden. Ja, sonst wird das zu schwer. Da ich jetzt meinen Stern auf vielfältige Art und Weise hinterher nutzen möchte, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt vier solche kleinen Teelichthalter mit rein. Die nennen sich Teelichthüllen, wer das noch nicht weiß. Teelichthüllen, die werden dann jetzt hier in den Beton versenkt. Der Beton zieht relativ schnell an, muss aber trotzdem noch ein bisschen die Tülle beschwert werden, damit sie ein bisschen im Beton so drin bleibt. Und dann hat man nachher eine Möglichkeit oder Möglichkeiten, diesen Stern in verschiedene Weisen oder auf verschiedene Art und Weisen zu dekorieren. Wir wollen jetzt vier Teile drin haben, dann kann man den als Adventskranz benutzen oder eben auch für ganz normale. Ein Wort mit dreimal TZ? Adventskranz. Ja, das gibt schon doofe Sachen, aber man macht viele Sachen macht man einfach mal mit. Du wolltest dir sagen, ich bin doof, ja. Ich möchte dir mal nicht widersprechen. Nein. Und jetzt muss die ganze Sache wieder aushärten. Kennt ihr ja von anderen Betonsachen schon. Mindestens 24 Stunden, nach Möglichkeit länger, aber mindestens 24 Stunden. Und dann hast du einen Adventskranz. Nee, Stern. Adventsstern. Wir haben unseren Betonstern jetzt mal zwei Tage in der Form gelassen. Also wenn ihr merkt, beim ersten Mal ausschalen, dass bei euch irgendwo eine Ecke abbricht oder sowas, dann müsst ihr die Teile natürlich länger in der Form lassen. Ich wusste jetzt, bei mir, der Stern hält in dieser Dicke. Wenn ich 24 Stunden warte, kann man den rausnehmen. Ich habe es jetzt aber länger gemacht. Man kommt manchmal nicht dazu, das auszuschalen. Länger schadet halt nicht. Aber zu früh kann immer mal schaden. Also bitte, wenn ihr das merkt, beim ersten Mal geht es kaputt, dann macht es beim zweiten Mal einfach länger. Lasst es einfach länger drin. Dann bricht da auch nichts mehr ab. Und dann fällt es doch von alleine nachher raus. Und irgendwann fällt es dann auch von alleine raus. Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, jetzt ist mir schon das dritte oder vierte Mal abgebrochen, dann solltet ihr wirklich überlegen, das länger in der Form zu lassen. Das ist dann meistens die Ursache, dass ihr nicht lange genug gewartet habt. Wenn es außer Form ist, dann könnt ihr solche weißen Stellen oder Stellen, die euch noch nicht so behagen oder von mir aus auch die Ränder, könnt ihr dann nochmal abschleifen und
Natürlich muss das jetzt, man sieht ja, dass das noch relativ feucht ist, muss das noch weiter aushärten. Wenn es aus der Form raus ist, hat es überall Luft und kann besser atmen. Ja, besser atmen und besser härten. Jetzt hättet ihr dann schon mal einen Stern fertig, den man als Deko in Betonoptik nutzen kann. Aber ich hatte ja den Stern jetzt extra so gestaltet, dass die Lichter, die vier Lichter jetzt erstmal, wohlweislich vier, weil man das jetzt als Adventsgesteck auch nutzen kann. Mit dreimal TZ. Mit dreimal TZ. dass man das als Adventsgesteck nehmen kann oder als Adventskranz. Man kann es aber auch erstmal jetzt für die kalten Tage oder ja, die jetzt immer kälter werden, leider, kann man das erstmal als, ja, als Teelichthalter für alle Tage nehmen. Und ich habe mir dafür einen Buddha gegossen, den kann man jetzt damit reinstellen und dann hat man jetzt in Betonoptik einen Stern, ja, zur Ruhe am Abend. Und man kann den umdekorieren. Ihr habt jetzt immer wieder Platz, um da jetzt auch mal für Weihnachten nachher einen Weihnachtsmann reinzustellen. Hier habe ich jetzt auch noch Platz sogar für den Tannenbaum. Und so hat man schon ein tolles Adventsgesteck. Aber ihr könnt es auch noch weiter anmalen. Ich habe mir für meinen Stern jetzt gedacht, dass ich den einfach nur hier außen mit Gold, also nur den äußeren Rand vergolde. Dann bleibt immer noch oben die Betonoptik und der Rand gibt der Sache so ein bisschen feineren Touch. Gold und Beton passt immer super, finde ich. Und dann hat man später die Möglichkeiten, wie gesagt, entweder mit diesem Buddha, auch der Buddha passt zu Gold. Man kann den Buddha ja auch Gold gestalten, den werde ich auch noch Gold anmalen. Und zu Weihnachten nachher, Gold passt zu Weihnachten immer super. Finde ich jedenfalls. Ihr könnt auch in Silber den Rand nur in Silber streichen. Ihr könnt auch den ganzen Stern anstreichen, aber dann geht ja immer dieser Beton-Touch verloren. Und ich möchte immer gerne, wenn ich mit Beton arbeite, dass man das auch sieht, dass das Beton ist. Also möchte ich nicht immer das ganze Teil irgendwie übersprühen oder übermalen, dass man da nicht mehr erkennen kann, dass das Beton ist. Hier könnt ihr dann sehen, wie das aussieht, wenn man jetzt nur den Rand von so einem Stern gestaltet und dann von mir aus eben noch ein goldenes Objekt draufstellt. Das Zusammenspiel von Gold und Beton finde ich immer wieder edel. Und das wäre jetzt mal so für, wie gesagt, für kalte Winterabende oder Herbstabende so ein kleiner Lichtblick, ein kleines wohliges Gefühl zu zaubern. Ruhe zu schaffen. Ruhe zu schaffen, abends mal ein bisschen runterzukommen. Also so ein Buddha ist immer fein, aus Beton ist super. Gold dazu sieht immer schön aus, ist die erste Variante. Und für Weihnachten kann man dann einfach die Deko runternehmen, weil ich das ja jetzt nicht eingegossen habe, sondern einfach nur den Stern so gelassen, damit man immer wieder die Deko ändern kann. Stellt da einfach einen schönen Schneemann drauf oder nur einen schönen Tannenbaum oder wie ihr das möchtet. Das sieht doch gut aus. Nur ein Tannenbaum sieht cool aus. Und nur der Schneemann sieht bestimmt gut aus. Nur der Schneemann sieht schön aus. Also wenn ihr eine schöne Figur habt, die ihr draufstellen könnt. Macht immer wieder was her, sieht immer wieder toll aus. Ich finde beide zusammen schön. Man kann ja auch hier noch einen anderen Tannenbaum, ich habe ja noch einen zweiten damit hinstellen. Und dann passt auch dieses Gold, passt zu Weihnachten, finde ich immer super. Das Weiß zu Schnee und Beton passt auch super. Wie schon erwähnt, ihr könnt die Deko auf diesem Stern jetzt immer wieder ändern. Ihr könnt auch mit Serviettentechnik arbeiten. Aber wenn man mit Serviettentechnik arbeitet, finde ich immer, ist man festgelegt. Wenn man jetzt Blümchen auf den Stern macht, ist das halt für Frühling, Sommer, was weiß ich. Machst du jetzt eine weihnachtliche Serviette drauf, ist das halt für Weihnachten festgelegt. Und mit ein bisschen Gold gearbeitet, kannst du alles Mögliche darauf dekorieren, das ganze Jahr über, bloß ein bisschen Deko umstellen. Probier jetzt einfach mal aus, so einen Stern so zu gießen. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.